Es ist Zeit für ein Gespräch. Zeit für Sprechplanet mit Julian Schlichting. Und zwar heute mit Franz Rampelmann. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir ein Interview zusammen machen. Viele Lindenstraßen-Fans hören mit, weil die Serie ja auch nächstes Jahr endet. Deswegen will ich da kurz einsteigen. Was war Ihr Gedanke, als Sie gehört haben, dass die Lindenstraße eingestellt wird? Wie haben Sie das erfahren und können Sie das nachvollziehen oder wie stehen Sie dazu? Sie waren ja sogar auf dieser Demo in Köln, habe ich gesehen. Ja, ja, genau, richtig. Ich hatte ja eine Mail gekriegt von einem Fanclub, den ich bis dahin gar nicht kannte. Es gibt ja verschiedene Fanclubs und ich kannte die Gruppierung kannte ich jetzt nicht. Ich kannte den Münchner Fanclub, dann gibt es in der Schweiz einen Mutterbeimer Fanclub. Und dann hat man mal überlegt, ob man auch einen Olaf Kling und wer war da die Frau? Ich weiß nicht genau, vielleicht war es die, oder war es nur für Olaf Kling allein? Also man überlegte dann so und das war, und als ich es dann hörte und die Einladung auch bekam von denen, dann habe ich gedacht, ja okay, da muss man halt mal demonstrieren oder muss man mal irgendwie Flagge zeigen mit dem Fanclub. Das hat mir sofort eingeleuchtet und da bin ich dann auch hin und habe die dann kennengelernt. Das war ja in Köln hier, im Kölner Dom, war es ziemlich eiskalt, alles vermummelt. Und ja, ich war total beeindruckt davon, wie das abgelaufen ist und wie die sozusagen sich engagiert hatten. Und es waren halt keine Kollegen da. Das war halt, das war die Absicht, dass halt einfach nur die Fans oder nur die Zuschauer sich mal äußern in dieser Gruppierung, was sie denn jetzt denken und warum es eigentlich in ihren Augen eine, sagen wir mal, nicht nur schade ist, sondern eine absolute Katastrophe, dass halt diese Serie eingestellt wird, weil sie sich halt, ich meine, mit Fans, ja, ist nicht zu spaßen. Fans nehmen das, die Sache ernst und setzen das auch in den, sagen wir mal, in einem der Zentralpunkte ihres Lebens. Das ist sehr, sehr wichtig. Waren Sie denn überrascht, als Sie gehört haben, dass die Serie endet? Oder haben Sie über die Jahre auch damit gerechnet, dass es irgendwann so sein muss? Also offen gestanden, ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe das halt beobachtet und natürlich habe ich auch den, wenn man so schön sagt, den Zuschauerschwund mitgekriegt. Ist ja klar, weil so viele Sender haben aufgemacht, so viele andere Formate. Und da ist es ganz natürlich, dass Dinge dann sozusagen sich so entwickeln. Das habe ich natürlich mitgekriegt. Aber ich habe eigentlich nicht gedacht, dass es aufhört. Ich dachte, auch mit der sogenannten Quote oder mit den, den Bereichen, die halt in der Öffentlichkeit wirksam sind, lässt sich das schon noch lange halten. Und mehr habe ich auch nicht dazu gedacht. Also ich war dann auch etwas distanziert davon, weil ich bin ja raus und so weiter. Und es hat sowieso schon so lange gedauert. Das konnte man sich ja alles überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, ich war 15 Jahre dabei. Ja, man konnte sich damals überhaupt nicht vorstellen, am Anfang, dass es 1,5 Jahre dauern würde oder auch nur, nur 5 Monate oder so. Stimmt. So ein Ding. Ja, richtig. Ja. Sie waren von 1993 bis 2008 dabei, haben davor aber ja auch schon sehr viel Schau gespielt. Sie waren im Theater, haben viel Fernsehrollen gemacht. Bei der Wikipedia steht, erste Bühnenerfahrung bereits mit 16 Jahren als Schuhplattler bei Heimat- und Tanzabenden im Schillerseer Bauerntheater. Also, ja, wo ging das Ganze los bei Ihnen? Naja, also das Ganze, es ist halt so, entweder man ist auf der Bühne oder man ist als Zuschauer. Dazwischen gibt es ja eigentlich nicht so viel. Ja. Und, ich komme aus einer Theaterfamilie und allerdings war mein Vater sehr früh gestorben. Er war ein älterer Herr und der aus einer völlig anderen Zeit gestammt hat. Und eine junge, hübsche Schauspielerin war meine Mama und dann waren die auf dem Land und es gab gar kein Theater. Es gab zwar in dem Ort, wo ich war, in Schliersee, gibt es ein richtiges etabliertes Bauerntheater, das zwischen den beiden Weltkriegen sehr, sehr große Erfolge gefeiert hat und danach auch noch. Die waren sogar in Amerika, war ein sehr berühmtes Volkstheaterensemble. Aber damit hatte ich praktisch nichts zu tun, weil ich war ja später, nur meine Freunde, mit denen ich war, mit denen ich im Wald war, Lager gebaut habe, beim Fischen war und so, und ich konnte ja Bayerisch sprechen. Irgendwie landete ich dann im Trachtenverein und da die dann beim Schulplattel waren, dachte ich, ja, das ist doch eine interessante Sache. Ich spielte damals schon in einem Schulorchester oder noch im Barockorchester, ich habe ja Geige gelernt. Und fand also Auftritte, Bühnenauftritte, dachte ich, ja, das ist eine Gaudi. Außerdem gibt es da Bier. Ich gewöhnte mich ja schon langsam ans Bier trinken, wie das so ist in so einem Dorf. Mein Gymnasium heißt ja Tegernsee drüben. Da gibt es das Tegernseer Bräustüberl, eine Brauerei, in der ich dann etwas später auch gejobbt habe. Ich habe immer sehr viele Nebenarbeiten gemacht. Und
Ja, und dann gewöhnte ich mich ans Bier trinken und an die Schürplattlerei. Und da war das natürlich auch interessant, weil es sind also schöne, interessante Tänze. Ich lernte tanzen. Und dann natürlich, wenn Sommer war, lernte man auch die Mädchen kennen. Und zwar die, die nach 14 Tagen wieder weg waren. Man musste also mit denen antanzen oder wollte das auch. Das war natürlich ein Anreiz. Und das war ein Riesengaudi. Da war man so die, ja, so Lederhosen und Gamsbart und Hut. Da war man ja natürlich schon ein zentraler Mittelpunkt. Also bekam man da schon den Stoff, aus dem die Träume sind, nämlich Bewunderung. Man wurde bewundert. Das fand ich schon gut. Das fand ich gut. Dachte, ah, im Showbusiness, da sagen die Leute, wow, Donnerwetter, gut, oh, die Burschen da in der Lederhosen, wow. Das fand ich schon mal gut. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Und haben Sie da auch schon gemerkt, dass Sie auch Talent zum Schauspielen haben? Oder was war da das? Oh, wir haben gerade hier Feuerwehr. Ja, macht nichts. Beim Talent für Schauspiel darf ruhig mal die Feuerwehr kommen. Das kann nämlich gar nicht groß genug sein. Und ich kann Ihnen dazu sagen, dass ich das überhaupt nicht hatte. Ich hatte dann mir gedacht, also das ist was Schweres, was meine Eltern gemacht haben. Mhm. Und das ist etwas, was mir sozusagen, was ich nicht unbedingt haben muss. Ich hatte auch die Illusion, dass man da kein Geld verdienen kann. Ah ja. Ja, weil wir hatten wenig Geld, weil mein Vater war halt tot und die Mutter blieb halt beim Kind und dann war auf dem Land. Und dann die Zeiten waren anders. Das waren andere Zeiten. Und da bin ich eigentlich völlig unbedarft vom Theater aufgewachsen. Ich war in den Bergen, ich kenne da draußen noch jeden Stein. Ich war beim Skifahren, Schlittenfahren, habe Gymnasium gemacht und wie gesagt Schuhplatteln. Ich habe auch Autos repariert, habe mir dann schon sehr früh mit 16 hatte ich schon eine BMW Isetta mal geschenkt gekriegt. Da habe ich dann umgedreht. Ja, könnte man schön als Oldtimer verkaufen. Ja. Ich hatte Motorräder, Mopeds, ich wollte mobil sein. Und wir sind wie verrückt mit dem Motorrad gefahren, auch Gelände hoch in die Wälder und so. Es war wirklich wild. Und das war mein Leben ganz fernab der Bühne. Und dann habe ich gedacht, was werde ich? Habe ich gedacht, ich werde, weil ich die Tiere gern habe, Tierarzt. Und dann habe ich in München ein Verlegenheitsstudium gemacht nach dem Abitur und habe dann eine Anzeige gesehen. Und zwar der Bayerische Rundfunk sucht Sprecher, die auch bayerischen Dialekt sprechen. Da habe ich mich einfach mal beworben. Aha. Und da hat man mich dann eingeladen, da bin ich in der Lederhosen hin und habe gedacht, na, Bayerischer Rundfunk, das war schon ein bisschen konservativ für uns. Also so, wir hatten ja dann so diesen, den Freiheitssender gehört, also nicht Radio Liberty, sondern Radio Free Europe, also von den Amerikanern ausgestrahlt für die Ostländer, die wir damals als Osten bezeichneten, also Tschechoslowakei und der Tschech. Die haben das amerikanische System gehabt, die haben jede Stunde Nachrichten und den Rest der Zeit die neuesten Schlager richtig rausgefetzt. Dann gab es noch American Forces Network, die hatten das auch gemacht, aber das war auf Mittelwelle im Tal nicht so gut zu kriegen. Und also in dem Stile habe ich mich dann beworben und da haben die gesagt, ja, wir nehmen sie. Und im zweiten Durchgang auch nochmal, waren 365 Leute und wir haben 8 davon genommen. Und da bin ich dann in die Ausbildung gegangen und habe gedacht, was mache ich jetzt? Und dann habe ich Landwirtschaft studiert. Tierarzt wollte ich dann doch nicht. Und dann habe ich Diplom Agraringenieur studiert und Praktikum gemacht. Also 2 Praktika, einmal beim BR und einmal beim auf einem Gutshof mit 500 Schweinen, mit Ferkelaufzucht, mit spezieller Ebereinkreuzung, sodass man halt kürzere Schweine kriegt, die robuster sind, nicht so überzüchtet. Und da habe ich sehr viel gelernt. Ich habe aus all diesen Dingen sehr viel gelernt. Traktorfahren, alles das ist mir später zugute gekommen im Schauspiel, im Glaub Film. Ja, habe ich alles später gespielt. Bauern, die Traktor fahren, Bauern, die das machen und ich weiß nicht was, alles auf dem Motorrad fahren. Grabmelder aus dem Zweiten Weltkrieg im Schlamm für einen Kinofilm in Gato, kurz vor der, das war noch vor der Wende war das noch, in Gato in Berlin. Spannende Geschichte. Hab dann mir überlegt, mache ich Schauspielschule oder was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. Weil das bedeutet ja dann einen Studienabbruch, weil ich war ja noch nicht fertig damit. Und habe dann aber nach 4 Semestern gemerkt, es ist wirklich nicht meins, so eine akademische Laufbahn, die dann irgendwo in einer Landwirtschaftskammer endet. Ich hatte ja auch kein Erbe, wie manche von den Kollegen, die waren dann adelig und hatten dann einen Gutshof zu Hause, ne? Irgendwo im Norden von Bayern und haben das deswegen gemacht. Oder wollten in die Politik gehen, habe ich auch überhaupt keinen Begriff davon gehabt. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mache das doch, nach langer Überlegung, und habe dann Schauspielschule besucht. Auch spannend, ja, ich kam auf die private Schauspielschule bei Frau von Zerboni. Und die hat mich dann genommen, ja, ein Theaterkind, natürlich, selbstverständlich. Und ich war auch nicht schlecht beim Vorsprechen, denke ich mal, es war schon okay. Und die hat es gemerkt und habe ich gedacht, naja, da kauft man mir schon einiges zu, das finde ich gut. Und dann kamen die Mädchen, meine Schauspielkolleginnen, einer nach der anderen in der Reihe. Und habe ich gesagt, was ist mit euch? Und dann sagte ich, wir haben ja ein Buch, oder ich habe ein Buch
spielst du mit mir? Da sage ich, okay, ja, gleich am ersten Tag. Dann kam die nächste, ja, ich habe, glaube ich, nicht so viele Jungs hier, so viele Männer und so. Spielst du mit mir? Ich ging dann nach Hause mit 5 Rollenbüchern. 5? Gott, oh Gott. Ja, krass. Von einem 14-jährigen Jungen bis zu einem 65-jährigen impotenten Schuster von Garcia Lorca. Und ich dachte, das ist das Ding. Da, die trauen mir wenigstens was zu und das macht Spaß. Also war das auch offensichtlich dann für Sie genau das Richtige, diesen Weg einzuschlagen? Ja, das hat mir schon Freude gemacht, ja. Weil ich merkte halt, dass ich, ich hatte vorher Privatunterricht bei einem Lehrer, mhm, und ich merkte, dass ich diese Intensität und diese, sagen wir mal so, diese Persönlichkeitswechselintensität, die gefordert ist, dass mir das Spaß macht, eine Variation anzubieten, also mhm, eine ganze Bandbreite. Und das hat sich eigentlich durch die Laufbahn so durchgezogen, die Bandbreite. Und es hat sich dann auch letztendlich in einer Rolle zum Beispiel, um die es jetzt auch geht, worüber wir reden, hat sich das ja auch manifestiert. Also eine ganze Bandbreite in einer Rolle. Ja. Olaf, jetzt ja, auch so angelegt wie 15 verschiedene Theaterrollen. Über all die Jahre tatsächlich, ja. Also die Entwicklung dieses Charakters, die aber nachvollziehbar auch für den Zuschauer erklärt wurde, wurde mit der Zeit böser und hat immer mehr Seiten rauslassen müssen, hat man irgendwann auch den Eindruck gehabt. Wie ist die Lindenstraße denn auf Sie aufmerksam geworden, dass Sie dafür der Richtige sind? Ja, nun, ich war ja dann in München. Erstmal habe ich Theater gespielt, ich war ja dann richtig im festen Ensemble, ich war in Osnabrück, um das kurz nochmal zurückzuführen, und bin auch sofort engagiert worden als Regieassistent, wobei die brauchten jemanden, der ist ausgefallen, und dann habe ich auch in Mönch gespielt dort im Galileo Galilei und hatte die gesamte Abendregie, nennt man das. Das heißt, immer wenn es gespielt worden ist, der Regisseur war über alle Berge, ja, gab es eine Person, das war ich dann, der wusste genau, was alles wohin gehört, also von den technischen Sachen, von allem drum und dran, und habe eine kleine Rolle gespielt, bin ein paar Mal aufgetreten, durchs Bild gegangen, habe mal genickt und bin wieder raus und habe aufgepasst über die Bühnenbilder, dass das alles, nur, also so eine Generalübersicht mit einem schriftlichen Bericht, wenn was schräg war, dann wurde das korrigiert. Mhm. Da habe ich das Theater, wie mein Vater, eben auch von der Pike auf kennengelernt. Sofort beim ersten Engagement. Als Assistent Musik raussuchen, Archive und Kantine und Intendant und die ganze Hierarchie. Das ging sehr schnell, da war ich sehr, sehr dankbar. Und dann bin ich nach Bonn am Theater, ins Hauptstadttheater, und habe da 2 Jahre gespielt. Und das ist schon eine ganze Weile her. Aber dadurch war ich richtig fest am Theater engagiert und habe ganz viel, wirklich sehr viel gespielt und sehr viel gelernt. Ja. Und da habe ich Probeaufnahmen gemacht in München. Und war dann eben frei in München, freiberuflicher Schauspieler nennt man das ja. Dann habe ich viele kleine Theater gespielt, auch in großen Rollen und experimentelles Zeug. Und habe dann eben auch mal Probeaufnahmen für Geisendörfer gemacht, für, schlagen Sie mich tot, irgendeinen von den Kinofilmen, die er gemacht hat. Er kam aus Griechenland, der wohnte ja in Griechenland überwiegend. Er hat ein Haus irgendwo als junger Bursche mal irgendwo an Land gezogen und das ausgebaut. Und da haben wir uns sozusagen unterhalten, da war prima. Daraus wurde nichts, aus vielen Probeaufnahmen wird ja nichts. Und dann später mal bekam ich die Einladung, Probeaufnahmen Lindenstraße. Und da habe ich dann Probeaufnahmen gemacht, also schon zu Beginn der Castingserie der Lindenstraße mit Annemarie Wendel alias Else. Und da hat er gesagt, ja, wir engagieren und so weiter. Da war es aber noch nicht klar, ob das in München oder wo es auch immer gefilmt wird oder produziert wird. Ach, so früh war das schon. Es sollte gefilmt werden und produziert werden. Deswegen ist es ja auch bayerisch. Und da habe ich gesagt, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Und dann hatten wir einen Vertrag gemacht. Dann habe ich gedacht, naja, da haben wir noch mehr Probeaufnahmen gemacht, irgendwie mit Maßkrug, weiß ich noch, und mit der gedrehten Zigarette und so, also richtig mit Rauch. Und einen Maßkrug in der Hand im Wirtshaus. Ja. Und unglaubliche Probeaufnahmen. Und auf jeden Fall haben dann die Bayern gesagt, nee, das wollen wir doch nicht, das Format, das kennen wir nicht und so weiter. Die Intendantenkonferenz hat es abgelehnt und hat Geisendörfer eine Intervention gemacht. Spezielle Art hat sich nochmal wirklich reingehängt. Und dann hat der WDR gesagt, okay, wir produzieren das. Und dann ging das Ganze nach Köln. Und das war für mich natürlich, ich dachte, jetzt wohne ich gerade hier wieder in München, jetzt soll ich nach Köln, was mache ich da für so eine Rolle?
Die wurde dann kleiner, dann haben sie gesagt, ja, die Rolle wird kleiner, weil der sollte den Supermarkt leiten. Da gibt es doch so einen Supermarkt in der Lindstraße. Gegenüber, genau. Ja, gegenüber vom Haus 3. Ja. Und der ist nur dieser Eingang. Es gibt nur diesen Eingang. Da stehen immer drei so Ständer mit Obst draußen und dann kommt ab und zu mal einer raus, meistens aber nicht. Und dahinter ist ja ein anderes Gebäude, ein Wirtschaftsgebäude für eine Holzlagerstätte. Ist ja. Also, und der Supermarkt, den hätte ich leiten sollen, das wäre eine Begegnungsstätte gewesen für Menschen, so ähnlich wie Café Bayer. Und da kamen ja ganz viel Filmen drin und das hätte ich leiten sollen. Das war die Position. Mhm. So Filialleiter, ne, mit so einem weißen Titel, der da rumschwirrt. War aber nicht, Supermarkt wurde nicht gebaut, war nicht drin. Und dann haben gesagt, ja, es wird leider weniger, vielleicht ein paar Tage. Und ich gesagt, ja, aber für ein paar Tage wohne ich jetzt nicht in Köln. Was mache ich denn in Köln? Oh, jetzt hätte wieder Lust, Begriff. Ja, und dann habe ich gesagt, also das machen wir nicht. Dankeschön, dann hör mal auf oder so. Ne? Dann habe ich den Vertrag zurückgegeben. Und habe den guten Leuten dann gesagt in der Lindstraße, ja, vielleicht gibt es halt mal was Ausführliches, anderes, keine Ahnung. Und dann habe ich andere Sachen gedreht, irgendwelche Derricks und auf Reisen. Und dann war ich Werbung gemacht mit, weiß der Geier, in Südfrankreich unten gespielt für Cadbury's Chocolate, Riesenabenteuer. Und sowas habe ich dann gern gemacht. Und war dann auch während der Zeit Pilot, habe ihn geflogen, sehr viel mit kleinen Flugzeugen. Das war mein Hobby, mein Interesse. Ja. Und gelernt in Amerika. Und dann war ich in Texas, halt meinen ersten eigenen Schein gemacht. Und das war dann mein Abenteuer. Und ich war dann eben in München. Und dann haben sie wieder angerufen nach sage und schreibe 6 Jahren. Ja, wir sind wieder da. Und da war die Serie ja schon sehr erfolgreich. Ja. Wir hatten ja die ersten 2 Jahre durchgepowert. Die maßgeblichen Frontkampffrauen, ja, Annemarie Wendel und Marie-Louise Marian, haben sich nichts gefallen lassen und haben das nach vorne getrieben und die Schauspieler angepeitscht, wie wurde mir gesagt. Haben gesagt, das machen wir jetzt, das muss man durchhalten, das ist eine Durchstrecke, ist ein gutes Format und bla 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 bla. Und so haben die das dann durchgehalten, die 2 Jahre. Und dann hat sich die Meinung der Menschen geändert, dass man sowas durchaus ins Leben integrieren kann. Und dann wurden immer mehr Fans darauf aufmerksam und ja, die wurden dann süchtig gemacht mit dem Cliffhanger, ist ja klar. Ja, davon durften sie ja auch einige spielen. In den 90er Jahren war die Lindenstraße eigentlich auf dem Zenit ihres Erfolgs. Wie war das für Sie, dann da wieder engagiert zu werden? Das ist ja eigentlich eine irre Geschichte, auch eine sehr treue Geschichte, dass man da an Sie gedacht hat, ne? Naja, ich meine, jeder ist ersetzbar, am Theater vor allem. Aber auch nicht so ganz, weil ich meine, die Annemarie Wendel, die fand mich, das weiß ich dann aus ihren Erzählungen, eigentlich, vorsichtig gesagt, ganz nett und hat gedacht, ja, mit dem kann man sicher gut spielen. Mhm. Was ja auch stimmt, das ist ja auch wahr. Wir konnten wirklich miteinander gut spielen, das war ein guter Spielfluss und hat auch gepasst und so. Und irgendwie, ja, im Hintergrund gab es natürlich noch einige, die das vielleicht auch gern gespielt hätten oder im Gespräch waren. Auf jeden Fall haben wir dann nochmal Probeaufnahmen gemacht, da hatte ich dann auch schon mit der zukünftigen Frau gemacht, also mit der Schauspielerin Ranzo. Ja, Manon Strache heißt die, ja. Entschuldigung, das ist ja Manon Strache, ist ja, genau. die Rolle Claudia Ranzo, Entschuldigung. Ja. Und das waren sehr gute Probeaufnahmen, das war sehr intensiv. Und als sie das dann gesehen haben, haben sie gesagt, okay, das haut hin, die beiden, die passen gut zueinander. Und ich hatte dann nur Drehbuchauszüge, ich wusste nicht genau, was auf mich zukam. Aber ich hatte gedacht, okay, das ist halt ein Geschäft. Ich war inzwischen ja Vater geworden und muss mal ein bisschen dann auf die Regelmäßigkeit und nicht nur auf die Abenteuer schauen. Doch, das ist ein Geschäft und das hat mir dann gefallen. Ja. Und haben das geeinigt und dann ging es schon los. Ne? Und plötzlich waren Sie dann der Sohn von Else und Egon Kling. Olaf hat eine unglaubliche Wandlung durchgemacht. War Ihnen zu Beginn der Serie, wo er, wenn man jetzt mal die Folgen schaut, die kann man alle sehr schön nachschauen, im Internet, auf DVDs, inzwischen ist das ganze Archiv frei. Und am Anfang war er noch unheimlich nett, zuvorkommend, fast schon ein bisschen scheu und schüchtern. War Ihnen da schon klar, dass die Rolle noch so viel Potenzial geben wird? Nein, keine Ahnung. Das, ich glaube, das hat auch niemand gewusst, weil das wird ja 1,2 Jahre im Voraus geschrieben. Ah ja. Ja, so, das ist ja schon, also das ist für ein Fernsehgeschehen eine enorm lange Zeit.
Aber das war sehr konservativ ausgerichtet. Dadurch konnten sie eben Leute fest an sich binden und konnten auch einfach planen. Ja? Planung. Und das ist sehr wichtig. Ich meine, es geht ja auch um viel Geld, da geht es auch um eine Sicherheit, dass es immer am Sonntag kommt. Und da war Langzeitplanung angesagt. Bei anderen Serien läuft das sehr viel kurzfristiger. Und viele Rollen haben sich einfach entwickelt. Und die hat man dann in den Storyline-Sitzungen, die es alles halbe Jahr gab, eben neu gestaltet. In die oder jene Richtung. Da saßen die Schreiber und der Chef beieinander und haben einfach sich was einfallen lassen. Und ja, das hätte auch anders sein können. Es gibt auch Rollen, die... Und es hätte auch ein Erzkonservativer sein können, der sich nichts zu Schulden kommen lässt, der ganz brav und bieder ist. Aber da hatten sie schon andere, weil es ist ja so. Ja, und da, man darf ja nicht verkennen, dass nicht jeder Schauspieler so eine, wenn man so sagt, den Bösen spielen will, weil er dann Angst hat, das war mir ein bisschen neu, auf der Straße darauf angesprochen zu werden, wenn man angesprochen wird und so. Und das ist mir dann auch passiert, aber... ich meine, das muss man halt abkönnen. Ich meine, irgendeiner muss ja den Mephisto auch spielen, ne? Ja. Auf dem Faust. Ja. Ja, das macht doch gerade Spaß. Und so. Also das war mir dann ein bisschen war fremd, das war mir aber auch recht. Und wir konnten ja ab und zu mal einen Vorschlag einreichen. Vor diesem halbjährlichen Sitzungsmarathon wurde dann gefragt, wenn einer einen Wunsch hat, bitte melden. Da habe ich dann geschrieben. Ja, der könnte ja so ein bisschen schräg werden oder sowas, ne? So vorsichtig oder ein bisschen so eine Macke haben oder irgendwie sowas, ne? So. So nach 2-3 Jahren habe ich dann mal in die Richtung mir so die Wünsche geäußert. Ah ja, interessant. Ja, genau. Und dann war es halt, ich meine, ja, es brauchte ja auch so einen. Wir hatten eigentlich so einen nicht. Es gab ja den einen, der dann rauskam, als ich kam, der dann als Drogenhändler fungiert hat und dem sie dann so einen Vogel auf den Hintern tätowiert haben oder sowas. Oder genau, das war der Martin Armknecht als Robert Engel. Das stimmt. Ja, genau. Der war ja der schräge Typ in Jung und in Aalglatt und so weiter. Und da habe ich dann auch Lindenstraße geschaut, weil ich schaue nicht viel Fernsehen, ich habe damals auch nicht viel geguckt, bin aber informiert überwiegend schon, was läuft. Also jetzt nicht so mehr im Moment, in den letzten Jahren, aber damals habe ich dann schon gewusst, wer wo was, weil das ist ja Business. Ich habe bloß nicht so viel Zeit damit zugebracht. Und da fehlte natürlich so dieses Salz in der Suppe, weil Else Klin auf ihre Art war halt auch biefig, ja, aber hatte halt nicht so das Knackige, was so ein Mann dann haben kann, das die stimmt. Verflechtungen mit anderen Rollen. Das hatte sie ja nicht. Sie war immer ein zuverlässiger Faktor von Unberechenbarkeit im Erdgeschoss. Ja, vor allen Dingen, also ich habe in den letzten Jahren auch gerne so alte Folgen geschaut und mir ist, also damals, als ich Teenager war, ist mir gar nicht so aufgefallen, als ich Kind war noch, als die Lindenstraße angefangen hat, dass Else Kling wirklich sehr, sehr, sehr böse ist manchmal, aus dem Nichts, sehr rassistisch gegen alle, gegen Behinderte, als ihre erste Frau da, die Claudia Ranzow, hatte ja nur eine Brust und deswegen ja, ja, sollte Olaf die nicht heiraten, weil die ja nur eine Brust hat. Bei der Mary war direkt ein Herzinfarkt oder Schlaganfall, als sie da das mitbekommen hat. Also sie war ja sehr, sehr, sehr böse. Meinen Sie, das hat der Annemarie Wendel so auch genauso viel Spaß gemacht wie Ihnen? Also, ich denke schon. Also, was ich so gemerkt habe, ich meine, die hat auch gern was Liebes gespielt oder sowas. Sie war ja, war ja sehr ambivalent. Ja. Und aber das hat sie so ziemlich aus dem Ärmel geschüttelt. Sie ist ja sehr erfahrene Schauspielerin und ich denke mal, so ganz wahrgenommen weiß ich nicht. Sie hat es halt gemacht und mit mir, die Szenen, das hat ihr immer Spaß gemacht. Wir hatten dann auch, kamen wir überein, dass wir den Text ein bisschen gestalten, damit es wirklich authentisch ist. Also es ist schwer, den Dialekt zu schreiben. Vor allem hatten wir dann auch erstmal zwei Frauen, die Autoren waren, die hatten... Warte mal, die eine war norddeutsch, die wohnte auch da oben an der Waterkant und die andere wohnte in München, war aber auch jetzt kein bayerisch sprechende, war nicht richtig oberbayerisch. Konnten aber den Dialekt einigermaßen schreiben und wir hatten dann die Möglichkeit und wirklich die stille Duldung,
dass wir die Sachen wirklich mundgerecht so umschreiben, dass es wirklich authentisch ist. Dass aber natürlich der Sinn erhalten bleibt und dass natürlich ein bestimmter Schwung und Witz reinkommt. Eigentlich war man uns dankbar. Tatsächlich war die Familie Kling die einzige wirklich richtig bayerische Familie lange Zeit da in der Straße. Sie haben diesen Charakter natürlich sehr, sehr gut hervorgehoben. Wie haben Ihnen denn Ihre Geschichten, gerade am Anfang, die Ehe mit Claudia Ranzo, die wurde ja auch, Olaf wollte unbedingt ein Kind haben und dann ist es dadurch alles so ein bisschen explodiert, dann ist sie gestorben. Wie fanden Sie diese Geschichte im Speziellen? Ja, für mich war das ja also auch eine wesentliche Teilhabe in der Geschichte an dem politischen aktuellen Geschehen, weil wir hatten ja die Wiedervereinigung und ich kam ja dann praktisch 3 Jahre nach der Wiedervereinigung, nachdem man gerade mal Ossis und die Ossis, die Wessis ein bisschen kennengelernt haben. Also es war ja eine Riesenentwicklung im Gange. Ja. Und eine Öffnung und mit das Spannendste, was diese Republik nach dem Zweiten Weltkrieg je erlebt hat. Und das repräsentierte sich halt im Fokus von diesen Figuren. Mhm. Also von erstmal Claudia Ranzo, dann kam der Bruder. Stimmt, ja. Dann kam mal der Vater, dann kam mal die Mutter zu Besuch und dann kam der Bruder mit seinen Problemen und wohnte dann ja da. Genau, er war arbeitslos und hat dann quasi ihn auf der Tasche gelegen. So wurde das dargestellt dann immer. Das stimmt, ja, ja. Ja. Und die Schwierigkeit, sich einzugliedern, also das Fremdsein im Westen, was man ja in der Zeitung, jetzt unlängst habe ich mal Zeitung gelesen, das ist immer noch so. Also der Unterschied zu Osten und Westen, die Denkweise, hat mir auch jemand noch mal bestätigt, die Denkweise ist immer noch unterschiedlich oder wenn es, also wenn es zu irgendwelchen Überschneidungen kommt. Ja, jetzt weiß ich wieder, worum es ging. Es ging um irgendwie eine Verwaltungsgeschichte, wo das Verwaltungsrecht im Osten anders ist als im Westen und dann immer noch neidisch wären angeblich auf welche im Westen, wenn die da etwas viel leichter kriegen könnten und so weiter. Also diese Sachen waren ja damals sehr intensiv. Man war ja völlig verunsichert und wir hatten ja unglaubliche Schicksale. Dann wir hatten ja auch im Osten gab es dann Kinder, die gar kein Zuhause mehr hatten, worauf die Lindenstraße ein Benefizprojekt in Dresden gestartet hat für Kinder, die tagsüber herumirren und oder auch nachts. Und da wurde ein Kinderhaus gesponsert mit Geldern aus der Lindenstraße, wo die dann übernachten konnten und wo die dann betreut wurden und wo die dann Hausaufgaben machen konnten. Das ging über einige Jahre und das war ja eine Entwicklung, die war so spannend und die hat sich dann da manifestiert. Weil ich habe natürlich politisches Interesse immer gehabt, dass man auch was zeigt am Theater oder dass man auch den Leuten ein bisschen die Augen öffnet oder den Schmerz bereitet. Hey, so schaut's aus. Und da muss man was tun, man kann was verbessern und so weiter. Das ist ja in den Theaterstücken so, auch von Molière und so weiter, diese ganzen Geschichten, sind ja, oder Shakespeare will ja vielleicht warnen davor, dass man sich nicht dauernd umbringen und belügen soll, damit man es besser macht. Und das war auch meine Anliegen. Da habe ich gedacht, ja, okay, da schauen die Leute nach, was ist so in einem bayerischen Ostdeutschland-Ehe, was passiert da eigentlich? Ja, versteht man sich denn überhaupt und so weiter? Ja, die Lindenstraße hat da immer sehr gut diese Themen mit aufgenommen. Es gab ja dann später auch noch diese Dresdner WG um Klaus Beimer. Also man hat das ja durchaus ausgeweitet, auch diese ganzen Thematiken. Die größte Geschichte mit Olaf, die wahrscheinlich sehr viel in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich die Scheinehe zur Mary. Liz Buffo, immer noch erfolgreiche Schauspielerin. Wie haben Sie sich mit ihr damals verstanden? Ja, sie kam ja dann ganz frisch und ganz und ganz relativ neu, weil sie war ja jetzt nicht die gelernte Schauspielerin, sondern sie kam aus einer Fotoecke, wie ihre Schwester auch, Fotomodel und einer anderen Kreativität, glaube ich, mit Design oder sowas hat sie mal gelernt gehabt und war eigentlich wirklich prädestiniert dafür, gerade deswegen, weil sie da nicht allglatt war. Sie nicht einfach da reingeht wie eine Schauspielerin und sagt, ja, wie machen wir das denn jetzt, sondern sie kam einfach als sie selbst. Ja. Und zuerst hatte ich ja gar nicht mit ihr zu tun, aber war sie irgendwie in der Geschichte, war sie bei Beimers untergekommen und so. Und da war es also so, dass ich
gedacht habe, ja, hier muss man auch ein bisschen sozusagen mithelfen und ein bisschen sozusagen die Szene so in der Gesamtheit mitgestalten, mit für sie. Und das war ganz gut. So konnten wir uns dann sehr gut ergänzen und gesagt, dann schau mal, und das hier mache ich jetzt ein bisschen wild und du fürchtest dich ein bisschen, dann ist so, und dann kommt die Verunsicherung. Und dann habe ich mit ihr ein bisschen anders gearbeitet als halt mit Else zum Beispiel. Ah ja, okay. Das war dann einfach anders. Das muss man ja sehen. Das ist ja auch das Spannende an der Lindenstraße, dass man es mit Leuten zu tun hat, die eben jetzt nicht einfach so lange Theater gespielt haben, sodass man einfach handwerklich dort richtig mit denen arbeiten kann, sondern man hat so eine Gesamtverantwortung auch für diese Person mit. Oder das Kind, wenn ein Kind mitspielt. Ja, dann hat man so mit den anderen auch, wie die Familien eben auch mit den Kindern umgegangen sind, Familie Beimer oder so, die hatten ja dann immer Kinder, ja, und mussten stimmt. mit denen natürlich anders spielen, als wie vielleicht mit mir. Das war dann anders. Und so war das mit ihr auch. Und dann war die Geschichte ja unglaublich spannend. Und eigentlich, mal ganz ehrlich, eigentlich könnte man diese Geschichte jetzt 1:1 wieder verfilmen. Also, ja, total. Ja, also es betrifft die Heutzeit gnadenlos, ganz, ganz genauso. Und eigentlich noch mehr. Damals gab es ja gar nicht so viel farbige Flüchtlinge bei uns in Deutschland im Vergleich zu heute. Heute ist es ja ganz anders. Weil das, was hier aus Libyen kommt und so weiter, an Menschen, die das überleben und die dann verteilt werden und wie es denen geht. Wir sehen ja so die meisten gar nicht, weil sie alle immer noch festgehalten werden. Mhm. Wir werden alle eingesperrt. Also wir haben ja eine Lagersituation hier, das hatte man in den 90er Jahren ja nicht so in dem Ausmaß. Ja. Und deswegen ist so eine Geschichte, was passiert eigentlich dann mit jemand, der dann illegal ist? Wir haben mit Sicherheit noch ganz viele Illegale hier, die über die Grenze kamen, die bis heute nicht bekannt sind, die irgendwo leben, irgendwo, mit Sicherheit. Da spricht auch keiner drüber. Würde mich mal interessieren, wie ist das denn? Ja, das ist richtig. Ja, so. Also ist die Politik von damals sehr, viele Geschichten, das ist ja im Leben immer so, viele Geschichten wiederholen sich. Und so ist es in der Lindenstraße natürlich auch und die passen natürlich auf die heutige Zeit in Deutschland noch viel mehr. Wir hatten ja auch nicht so viele Afghanen damals, so wie ich weiß, und wo die Leute dann, oder kamen aus Irak oder sowas, glaube ich, oder wie auch immer, da wurden die Gesetze etwas verschärft. Und das war eine enorm spannende Geschichte und die haben wir dann gestaltet und dann gab es eine Fahrt nach England, etwas ganz Besonderes. Ja, stimmt. Märchen wurde wahr, die Lindenstraße dreht mal ganz woanders. Weil ich weiß noch, wie Annemarie Wendel mal von einem Außendreh kam. Oder mit mir beim Außendreh war, glaube ich. Und zwar an einer Tankstelle östlich von Köln, ungefähr 20 Kilometer im Bergischen Land oder 25, gab es eine Tankstelle. Ja. Und hat sie dann zu mir gesagt, ja, weißt du, jetzt bin ich schon so lange dabei, aber das ist das zweite Mal, dass ich überhaupt aus der Lindenstraße rauskomme. Ja, das ist tatsächlich so. Es spielt alles auf der Straße, in den Wohnungen oder vielleicht mal auf einem anderen Platz im Gelände da beim WDR. Ja. Damals, es war ja sogar noch diese Rundreise, sind doch alle zur EM gefahren damals mit Egon und Olli. Da. Ja, genau, als Geschichte. Ja, ja, in dem Ding, genau. Ja, wir waren richtig im Ausland. In Calais waren wir untergebracht und sind dann noch mit dem Tragflügelboot gefilmt worden, wie wir nach hin und her gefahren sind. Da musste man, glaube ich, 2-3 Mal hin und her fahren. Und alle hatten die Schnauze voll. Von diesem, das hat einen riesen Krach gemacht. Ja, glaube ich. Gibt ja. Aber diese Boote, Sie kennen das vielleicht, wo man die sich so aus dem Wasser rausheben und oder so ein Luftkissenboot. Ja, so, es war ein Luftkissenboot, ich muss mich korrigieren. Ja. Es war ein Luftkissenboot. Ja, also das war noch durchaus sehr, sehr aufwendig im Vergleich zu dem sonstigen Alltag, den Sie da arbeiten. Dennoch, diese ganze Geschichte um Mary, da ist natürlich der Charakter von Olaf mit der unerfüllten Liebe, mit dem Hass auf Vasili, dann gab es danach sehr, sehr viele Intrigen, die dafür gesorgt haben, dass Mary irgendwann richtig wütend war. Da konnte man natürlich diesen Charakter auch sehr gut erklären, dass er immer böser und böser wird. War das so, auch wie Sie sich das vorgestellt haben, als Sie den Wunsch geäußert haben, dass da mal was, also haben Sie sich gefreut über diese neuen Facetten?
Also ich habe das am Anfang habe ich das ja nicht gewusst, wo ich gesagt habe, der soll könnte ein bisschen schräg werden, das ist ein Konjunktiv. Man weiß nicht, das war ja keine Garantie, dass es so wird. Wünschen kann man sich viel, ne? Aber ob sie es dann so schreiben, das ist die andere Sache. Aber es liegt ja in der Natur der Sache. Ich meine, so eine Rolle hat dann über Jahre eine Entwicklung genommen. Und wenn es die Entwicklung ist, dass er eigentlich eine nette, ganz konservative bayerische Familie haben will und es geht immer schief, macht die Sache natürlich spannend. Wer ist denn dran schuld, dass es immer schief geht? Ja. Zum Beispiel. Ist das Schicksal schuld oder der Mond oder die bayerische Luft oder ist es vielleicht Olaf selber? Trägt er etwas in sich, wo er sagt, okay, er fängt was an und dann leider Gottes macht er irgendwas, was gibt vielleicht falsche Daten, lügt oder sowas unter Umständen mal und oder sucht sich einfach die falschen Personen raus. Ich meine, die, sich so eine Frau wie die wie Liz als rauszusuchen, nicht Liz, Entschuldigung, aber halt in der Rolle. Mary hieß sie. Ja, wie die Rolle Mary rauszusuchen, ist einfach falsch gewesen. Ne? Ich meine, das war einfach schwierig. Das war kein Erfolg, vor allem mit der Lüge reinzugehen. Er macht es nur aus christlichen Gründen, ne, und so weiter. Und da sie sehr attraktiv ist, kann sie ja dann sozusagen damit rechnen, dass es anders ist. Und er hätte es eigentlich auch wissen müssen und so weiter. Mhm, auch stimmt. Wenn er es an den Alpenverein vorgeschoben hat. Das ist ja sehr gut. Alpenverein, sind wir zum Schmunzen, war immer herrlich. Ja. Also, sehr, sehr gut. Also für die Hörer der Alpenverein war das, wo man käufliche Frauen kriegt und daheim konnte man dann das Versprechen noch eine Zeit lang erfüllen, dass man sie nicht anfasst, aber ja verheiratet ist. Ich fand das alles spannend. Ich fand es auch, dass sie dann ihr Verhältnis mit dem Griechen angefangen hat und ausgerechnet unter dem, das war natürlich ein bisschen absurd, aber ausgerechnet unter dem Wohnzimmertisch von Olaf dann das Kind gezeugt wird und Olaf kommt rein und der Grieche entschwindet. Stimmt, ja. Olaf hat sich gemerkt. Das ist natürlich schon ein bisschen arg viel, aber macht ja nichts. Es ist ja nur eine Geschichte, ein Drama. Ne? Ja, und das Drama nahm dann ja sein Ende in der großen Geflügelscheren-Szene. Wie oft werden Sie auf die noch angesprochen heute? Auch ab und zu mal etwa, ja, vielleicht einmal im Jahr oder so, kommt jemand her oder zweimal. Ja. Und die Leute haben das dann ab und zu mal noch mit einem Schmunzeln oder sowas irgendwie. Meistens Leute, die ein Interview machen oder sowas, die haben es dann noch rein. Ja. Weil das immer so dieser Interview-Gag war, was denn da wirklich los, weil keiner weiß es wirklich. Ich weiß es auch nicht, wie weit es sozusagen operativ eigentlich dann hätte ausschauen müssen sollen, was passiert ist. Auf jeden Fall ist er dann irgendwie wiederhergestellt worden. Und ja, genau. Aber Sie haben diesen Schrei unglaublich gespielt. Ich habe das Ihnen im Vorgespräch schon gesagt, wenn ich diese Szene sehe, mache ich die Augen zu, obwohl es kein Blut gibt und nichts. Es ist einfach nicht zu ertragen. Wie oft haben Sie das geprobt? Auch gar nicht so oft. Es war gar nicht so. Die Hauptaufgabe war, dass sie, während sie da auf diesem Sofa saß oder so, so halb auf der Kante, um an Olaf ein bisschen rumzumachen, dann, dass sie auch zur rechten Zeit, das muss man beim Drehen immer, die Requisiten ganz genau so parat haben, dass sie dann zur rechten Zehntelsekunde in dem rechten Winkel im Bild sind. Ja. Und diese Geflügelschere war ja unten drunter irgendwie da auf den Boden gelegt. Das Hauptproblem, glaube ich, für sie war, dass sie die verdammte Geflügelschere überhaupt findet und richtig in die Hand nimmt, um dann sozusagen da die hochzuheben. Ja, ja. Das war das Hauptproblem. Also für mich war es nicht sehr anstrengend. Ich muss mich ja nur hinstellen und dann schreien. Und das kann man natürlich, ich meine, als Theaterschauspieler hat man natürlich öfters mal so Ausbrüche. Ja, nennt man Ausbrüche, wenn einer laut schreit und jemand zusammenscheißt oder jemand fertig macht oder einen Schmerz erleidet oder getötet worden. Ich bin auch schon beim Film erschossen worden. Also muss man halt vorher ein bisschen üben. Aber das ist nicht so wild. Das ist okay. Ja. Nur der Effekt ist groß. Ich kann sehr gut verstehen, dass Leute dann das Grausen kriegen, vor allem Männer, und sagen, Gottes Willen, also nein, ja, also das ist natürlich eine der kultigsten Szenen der Lindenstraße. Das haben Sie auf jeden Fall geschafft, dass Sie da auf jeden Fall in diese Top 10 der besten Szenen damit reingeraten sind. Dann gab es noch die Folge 1000, wo ja auch Olaf eigentlich die Hauptfigur war, wo er wirklich dann alle umbringen wollte, sich da richtig aufpostiert hat. Ja. Und am Ende hat es dann seine eigene Frau zumindest erstmal ins Koma versetzt. Die Geschichte mit der Ines war natürlich eine schöne Entwicklung Jahre später, dass da dann nochmal was passierte, aber der Olaf blieb natürlich auf die Menschen fokussiert. Er war irgendwann unberechenbar geworden, ne? Ist das richtig?
Ja, das war so, ich meine, das ist halt eine Langzeitentwicklung. Also sowas, so eine Charakterentwicklung kann man sich eigentlich nur in so einer Serie leisten. Und deswegen ist es eigentlich schade, wenn sie aufhört, weil in kaum einem anderen Genre kann man eine Charakterentwicklung so nachhaltig darstellen. Kann man auch am Theater nicht. Alles läuft ja auf Zeitraffer. Ja, das Ein stimmt. Theater hat vielleicht 2 Stunden, mit Pause sind es 2 Stunden und 20 Minuten. Und das ist ein normales Theater. Und da läuft es auf Zeitraffer. Genauso im Kinofilm. Der Hitchcock sagt ja mal, was man in 90 Minuten nicht erzählen kann, sollte man lieber bleiben lassen. Also, und ansonsten, und in anderen Serien, naja, so eine gleichmäßig fortlaufende Serie gibt es halt eigentlich nicht Ja, mehr. Oder ja. gibt es nicht. Oder gab es auch noch nie in dem Sinne. Jede Woche. Das war zwar Dallas drüben in Amerika, aber auch die hatten dann einmal ein Periodenende. Da gab es dann mal einen Cut. Und da war halt nichts mehr. Lindenstraße hatte kein Periodenende. Bis auf den heutigen Tag. Es war, Ja. glaube ich, mal ein bisschen kleine Pause wurde da eingelegt oder so, aber Ja. ansonsten war, und da konnte man den, und der, wie der Charakter sich halt aus der persönlichen Enttäuschung entwickelt hat. Diese persönliche Verzweiflung und die Wut auf andere, dass er wieder diskriminiert wird und nochmal diskriminiert und wieder diskriminiert und dann schräg angeschaut und nicht verstanden und also mangelnde Kommunikation. Diskriminierung und verächtliche Behandlung von anderen führen halt dann zu einer Einsamkeit und dann versucht er halt nach Lösungen der Mensch. Das lernt man auch auf der Schauspielschule, warum ein Mörder überhaupt ein Mörder wird. Ja, stimmt. Weil er nämlich eine Lösung sucht. Er sucht eine Lösung. Und so hat Olaf eben auch eine Lösung gesucht und hat gedacht, okay, dann lassen wir einfach mal ein paar von den Frauen richtig leiden. Und Ja. zwar, indem ich sie umbringe. Und dann war das die Sniper-Karriere. Dann hat er das schon geplant und das war natürlich ausführlich geschrieben. Das hat richtig, sozusagen, das hat richtig Format gehabt mit seinem Altar und hat sein abgeschlossen. Keiner durfte mehr in sein Zimmer und Ja. man kann sich richtig vorstellen, wie diese tatsächlich vorhandenen Leute, wir hatten ja jetzt wieder so einen Fall gehabt, ne, unlängst mal im Halle, wo so ein Typ da mit der Kamera auf dem Helm aus die Sachen auch noch gefilmt hat, das hätte man dem Olaf auch geben können. Noch so ein Helm, dass er dann mit so einer Headkamera oben die Sache, die er anrichtet, auch noch filmt. Stimmt, ja. Es wäre noch Wäre modern perfider gewesen, das gewesen, gab es ja. damals nicht. Und das ist die Sniper-Karriere, wie er das vorbereitet hat, sich das Gewehr besorgt, illegal natürlich, und dann im Wald geübt hat und Fotos gemacht hat. Das war ja schon grauslich genug, wenn da die Bilder, auch für mich, dachte ich, wow, da hängen die Bilder an der Wand und da musste auf die zielen. Ja. Und dann fetzen da die Geschosse rein und wurde dann halt so mit so kleinen Sprengkapseln, so soweit ich nur weiß, gemacht. Und das war wirklich perfekt und diese Vorbereitung und auch diese Planung und während der Zeit ja immer gelebt und immer wieder die Leute auch gesehen, nach dem Sicher. Motto, bald seid ihr tot, Ja, ihr ja. Weiber. Ja, so, das war schon sehr, sehr spannend Das glaube gemacht. ich ja. Ganz, ganz interessant, auch wirklich sehr gut über lange Zeit. Das ist auch bei so einem bösen Charakter, der dann, der Olaf dann ja am Ende auch sehr war, ganz wichtig, dass man zumindest verstehen kann, warum er so ist, ne? Niemand wird böse geboren, dass man nicht einfach nur der Böse ist, sondern wirklich da, gerade bei dieser Figur, da haben sie 15 Jahre gespielt, dass man das irgendwo auch nachvollziehen kann. Ja, das stimmt. Das ist ja, ich meine, das sind ja, das ist ja so eine Reaktionsgeschichte. Wenn etwas passiert, Ja. reagiert der Mensch darauf und dann Ja. macht er irgendetwas, was auch wieder ungut ist. Also das hat ja dann Gandhi, Mandela und andere haben das ja dann mal versucht zu durchbrechen, indem sie, und der Jesus hat es ja auch gesagt, wenn man dich auf die eine Backe schlägt, dann halte die andere hin. Dadurch unterbricht man diesen Mechanismus. Das war aber nicht das Spiel von Olaf. Olaf hat gesagt, okay, wenn ihr mir das tut, dann tue ich euch das auch an. Ja, Ja, ist halt stimmt. Film. Ja. Weil wenn er dann friedlich gewesen wäre, ja, dann wäre er halt Brötchen kaufen gegangen und hätte dann mit Ines oder mit wem auch immer Händchen halten auf der Bank gesessen. Damit kann man keine Serie gestalten. Also musste hier schon die altmodische Hieb- und Stichvariante. Die muss ja aus dem Zauberkasten raus. Ja, Ja. was Ihnen natürlich sehr, sehr gut gelungen ist. Ich habe bei Facebook nach ein paar Hörerfragen gefragt. Viele dazu waren auch zur Lindenstraße. Ich lese sie vor. Sie können gerne etwas kompakt antworten, aber dass wir auf alle einmal kurz eingehen. Es sind ein paar ganz schöne Fragen dabei. Der Mirko Geldermann hat geschrieben: Ich würde gerne wissen, wie es für ihn war, diese wahnsinnig polarisierende Rolle gespielt zu haben. Das haben Sie schon gut erklärt. Und auch, ob Leute auf ihn zugekommen sind, die zwischen Serie und Realität nicht unterscheiden konnten. Danke für die tolle Schauspielleistung, hat er noch geschrieben. Ist das Ja, passiert, danke sehr. dass Leute Ja, schönen da. Gruß. Also vielen Dank, ja.
Genau. War das so auf der Straße, dass sie da auch Probleme bekommen hatten und immer wieder sagen mussten, ich bin nicht Olaf? Nein, 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 nein. Das, in dem Sinne, das war auch gar nicht mein Stil. Ich habe das ja von vornherein, nach kurzer Zeit habe ich diesen Fanzirkus, wie ich so nenne, kennengelernt und dachte, aha, so läuft es jetzt. Jetzt findet das statt, wonach ich früher als Theaterspieler, als Theaterschauspieler mich oft gesehnt habe, weil du hast wirklich was geleistet. Du kommst da halb Ja, durchschwitzt hinten ja. aus dem Bühnengang raus, da steht keiner. Es ist dunkel, es regnet leicht, die anderen gehen ins Wirtshaus und du gehst dann auch mit und trinkst zwei Bier und lachst halt mit den Opernsängern. Ich war immer gerne mit Sängern zusammen. Und das ist dann, so spielte sich das ab. Da stand nie einer, nie, niemals. Ja, in einer Stadt, wo man eigentlich wirklich am Stadttheater sehr, sehr gut auch bekannt war, weil man stand ja überall auch in der Zeitung und so weiter. Aber ja, da dachte ich, ah, jetzt geht das los. Ah ja, okay, gut, wunderbar. Da muss man damit zurechtkommen. Ich lernte mal von einem Kollegen im Radio kennen, der so Autogramme gekriegt hat, sagte, man muss das sehr sorgfältig behandeln. Klaus Hafenstein war das, genau, und der hat eine Sendung gehabt. Und der sagte dann eben, das sind alles, ist alles Kundschaft. Alles, das sind Leute, die sind unsere Kundschaft, weil ohne die wären wir ja nicht existent. Irgendeiner muss ja zuschauen. Dachte ich, okay. Also jeder ist Kundschaft. Dann bin ich zu denen immer sehr, sehr aufmerksam, wenn ich merke, dass jemand das merkt und gehe von mir aus auch auf die Leute zu. Also nicht jetzt direkt rums, sondern ich sage eben, na, haben Sie es gemerkt oder sowas? Und dann sagen die, ja, ich wollte nur, ich traute mich nicht, Ihnen was zu sagen. Oder wenn es dann so ist, dass die Leute auf mich zukommen, sagen, na, Sie kenne ich aber ganz genau, sage ich, so, genau, wahrscheinlich kennen Sie mich besser als ich mich selber, weil Sie haben mir nur zugeguckt, was ich so mache. Und da haben wir dann gleich Spaß. Das heißt, ich nehme das immer sehr direkt in die Hand, Ah ja, okay. den Umstand, dass man mich kennt. Weil es ist ja tatsächlich so, das sind ja Leute, die in meinem Laden einkaufen, die wollen das ja sehen und freuen sich sogar, also und erzählen noch, dann wahrscheinlich jahrelang, so kenne ich, weil sie erzählen mir dann auch von anderen Schauspielern, sagen, ja, ich habe mal Rex Gildo getroffen Stimmt, oder ja. mal den Schauspieler so und so. Ja. Und das war dann aber ungefähr 22 Jahre her. Das wissen die noch genau, jede Sekunde. Und vor allem, wenn die Schauspieler dann ein bisschen ablehnend waren. Na, wenn die Schauspieler Ja, dann, richtig. der war aber gar nicht so nett. Da habe ich gefragt, der sagt, ich bin privat hier. Da habe ich gesagt, aber das verstehe ich. Wenn ich auf die Straße gehe, bin ich ja zwar privat, aber wenn mir jemand begegnet, dann ist es jemand, der zuschaut. Und es ist dann einfach ein Zuschauer. Und ja, den kann ich ja nicht vom Kopf stoßen. Also im Gegenteil, den muss ich ja gut behandeln. Und dann, ja, und dann freut es sich und gibt es Autogramme und dann, und wenn es eine Gruppe ist von Leuten, dann lässt man sich ja heutzutage fotografieren und so weiter und oder unterschreibt einen Zettel oder eine Fahrkarte, schreibt man drauf, schönen Gruß an die Oma und so. Und das. Und was mir passiert ist, ist natürlich schon während der Zeit mit Mary, ja genau, ich saß beim Pizzaessen mal an der Kante vor dem Tisch, wo dann auch der Weg nach draußen ging zur Tür. Und klopft mir dann jemand ganz leicht auf die Schulter, so, tack. Und dann war eine nette Frau neben mir gestanden, gucke ich hoch, lächle, und dann sagt sie ganz streng zu mir, nett zu Mary sein. Ja, das haben sie nicht geschafft. Und da war sie weg. Dachte ich, wow. Und Das das ist hat mich so gut. gefreut, Aber weil das ist ich, dann auch eine weil Begegnung, die Ihnen im Kopf geblieben ist. Das ist auch andersrum dann interessant, ne? Dann ist es auch für Sie dann plötzlich so ein witziger Moment. ja, das ist korrekt, genau. Und zwar einfach, weil das ist eine der größten Bestätigungen, weil dann hat die Geschichte ja, sag mal, in ihrer Schwierigkeit oder in ihrer, sag mal, was es auch darstellen soll, im Bewusstsein einfach so derart gegriffen, Ja. dass jemand kommt. Und das war jetzt nicht irgendjemand, das war eine intellektuelle Frau, die hat also fertig studiert gehabt wahrscheinlich, also sah mir recht klug aus, also nicht doof, irgendwie nach dem Motto, der Depp, du hast den Hammer nicht drauf. Nein, nein, das war schon sehr bewusst und da war ich dann stolz drauf, dachte ich, ja, genau, das ist richtiger Impact, das ist richtiger, ja, das hat richtig gebissen, ja, die Story.
Stimmt. Ja, hat ja auch, das ist ja tatsächlich so. Also viele haben auch wirklich einfach nur gar keine Fragen, sondern Lobesnachrichten geschrieben. Dominik Dietl hat geschrieben, für mich war er der Beste, Lindenstraße, schade, dass er nicht mehr dabei ist. Das kam durchaus öfter dabei. Einige wollten auch unbedingt wissen, warum sie irgendwann nicht mehr da drin sind. Manche hatten geschrieben, stimmt es, dass sie beide, also sie und die Darstellerin der Ines, irgendwann rausgeflogen wurden oder dass es die Entscheidung der Produktionsfirma war? Vielleicht können Sie dazu was sagen, warum Olaf dann irgendwann, oder war die Geschichte einfach fertig? Also die Geschichten sind ja eigentlich nie fertig, wie man ja so sieht, ne? Zum Leidwesen von den jetzt, die jetzt dabei sind und die auf diese Weise rausgehen. Ja. Das war ja ein bisschen, sagen wir so, dass viele haben ja Geschichten wahrscheinlich jetzt, ich kenne nicht die Geschichten im Moment alle, aber die einfach nicht fertig sind. Da muss man auch irgendwie mit fertig werden. Und es waren ja nun, waren 15 Jahre und eigentlich war es so, für mich persönlich war es so, nach 10 Jahren haben sich Geschichten wiederholt. Die wurden ähnlich. Und da fing ich an, ein bisschen nachzudenken. Da habe ich gedacht, ja, Herrschaft, spiele ich dasselbe jetzt nochmal? Ja, irgendwie. Weil so viele Variationen von Geschichten gibt es ja gar nicht, dass man manche Dinge nicht nochmal wiederholen muss, was ja eigentlich nicht schlimm ist. Ja. Aber ich dachte auch, ja, und da wurde es mir ein bisschen langweilig. Da wurde es routinehaft. Und das ist etwas, das ist also für mein Leben nicht so sehr günstig. Dann wurde es routinehaft. Und wie auch immer, auf jeden Fall, weiß nicht, habe ich das mal geäußert oder wie auch immer, auf jeden Fall wurden ja sehr viele Rollen, auch die größeren Rollen, die wurden mal auch beurlaubt. Ja, die wurden auch mal auf Pause geschrieben oder mal raus für einige Jahre und kamen dann wieder. So, das ist so ein Stil von der Systematik. Und da habe ich dann sozusagen das eben auch erlebt. Da haben sie dann auch gesagt, wunderbar, der geht jetzt da in einem relativ spannenden Moment raus. Und da lässt eine bestimmte Unwissenheit, Ungewissheit. Und dann wurde das eben so geschrieben. Und dann hat man ja eine ganze bayerische Familie einquartiert, weil da war ja dann Else Kling, warte mal, ich glaube, Else Kling war, also die Schauspielerin war gestorben oder war auch nicht mehr drin. Und dann war nur noch der Olaf als bayerischer als bayerischer Grund. Richtig. Bayerischer Hintergrund übrig. Und da hat man dann auch mir gesagt, ja, es wird eine ganze bayerische Familie integriert. Die kommt, die ziehen einfach zu. Und weil man wollte das Münchner Flair natürlich schon verstärkt aufrechterhalten, weil es wurden natürlich auch viele Kölner engagiert, die dann so sprachen, wie sie halt sprachen. Das waren jedenfalls keine Bayern. Ja. Und so hat man dann diese Familie etabliert und dann, ja, geschaut, eben was dann passiert, und hat Ines ihre eigene Geschichte gehabt und noch etwas länger mit dem Arzt, glaube ich, irgendwie. Dann ging es da irgendwie so hin und dann wurde sie, die eigentlich auch keine, ist aus dem Allgäu, aber die hat ja nicht allgäuerisch geredet, also war eigentlich auch als Süddeutsche nicht so zu erkennen. Und dann hat man die bayerische Familie da rein. Dann war das die Lösung, das ging dann jahrelang. Dann habe ich das gar nicht mehr so sehr verfolgt, ich habe dann viele andere Sachen gemacht. Und und man hätte ihn wieder reinschreiben können, den guten Olaf. Ich meine, war so, ich dachte immer, habe gesagt, ja, der ist irgendwo in Paraguay unten oder sowas, ist dann bei den Reichsdeutschen und kommt dann wieder und macht hier Werbung. Und als erster tritt natürlich die Rolle Olli ein, ist ja klar. dann tun sie noch den Mann die Bäckerei hat rein, den Schauspieler Joe Bolling. Dann wird ein bisschen die Politik wieder mit dem nationalen Denken, das wir jetzt haben, wird ja wieder aufgebaut und Olaf mischt kräftig mit. So hab ich dann so gedacht, so was könnte man wieder aufbauen. Ja, aber ist jetzt nicht, weil die Jetztzeit läuft ja. Wir haben ja nun das Ost-West-Gefälle, wir haben die Partei, AfD, wir haben sowas. Ne? Und Olaf war ja früher dann bei den Republikanern irgendwie geistig angesiedelt. Und hat sich dann mal geärgert in einer der Aktualisierungen im Wirtshaus in Akropolis während der Wahl. War wieder Bundestagswahl, einer unserer großen stabilen Daten, ne? Bundestagswahl. Und dann sagt er zu Else, sitzt da so uns ja zum Guten, so Feder auf, glaube ich, und sowas. Noch schaut Fernsehen und so. Und sagt, ja, irgendein Republikaner ist dann auch wieder blöd zum Gewinnen. Ärgert sich und nestelt zu einer bayerischen Fahne rum, die da in dem Blümchen drin gesteckt war. Mit Else hat es immer Spaß gemacht. Das war immer, ja. Vor allem die Hüte, die sie aufgekriegt hat, ja,
Da bin ich zu ihr auf die Garderobe und hat sie wieder so einen Hut, so einen Filzhut. Da habe ich gesagt, was haben Sie da wieder für einen Blumentopf aufgesetzt? Da weiß ich dann schon, da weiß ich schon nicht. Da hast du gesagt, okay, hör auf, ja, kann ich nichts dafür. Ja, tatsächlich, ein Moritz Klein hat auch nochmal gefragt, wie war es mit Anne-Marie Wendel zu drehen. Also offensichtlich. Ja. Übrigens, der Geißendörfer hatte später, nachdem sie nicht mehr dabei waren, das sieht man gut auf diesen DVDs, da sind immer so Interviews mit drin. Und öfter mal sagt er, ja, der Franz Rampelmann, den holen wir uns auch nochmal irgendwann zurück. Also es war immer noch in seinem Kopf, irgendwann wird der Olaf nochmal wieder engagiert. Jetzt ist sicherlich zu spät, aber es war immer auch dort wohl, also sie waren da nie vergessen. Das ist interessant, dass das auch so angedacht war, ja, vielleicht holen wir den ja mal zurück, weil also das kommt durchaus raus, dass der Geißendörfer auch für Sie persönlich als Schauspieler immer sehr viel Respekt und Anerkennung hatte. Ja, das hat sich schon so dargestellt. Ja, das war, ich meine, es war ja auch wichtig, dass er jemand hatte, dem er das überhaupt so schreiben konnte. Ja, genau. Weil, wie gesagt, nicht alle Schauspieler wollen sowas gerne spielen. Das ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, was man auch verstehen kann. Und aber das ist ein Trugschluss. Ich halte das für einen absoluten Trugschluss. Also ich bekomme von 99,999% der Leute ein ganz klares Bild, dass sie wissen, dass ich Schauspieler bin. Ja. Ganz klar. Also keiner kommt her und sagt, da haben wir den Sauhund, den haben wir endlich mal erwischt oder sowas. Ne? Und das passiert so gut wie nicht. Die Leute wissen, dass wir Schauspieler sind. Auch wenn sie dann das oft 1:1 sehen oder sehen wollen. Und in dem Sinne, finde ich, kann man eine negative Rolle, also ja, mit Bravour spielen und sollte das auch wirklich gerne tun. Aber wie gesagt, das hat mir dann ein Alleinstellungsmerkmal gegeben. Das hat mir auch gefallen. Das fand ich gut. Da kam noch der Kollege immer die Rolle Olli dazu, kam noch Willian dazu und auch als Jüngerer und hat dann sozusagen ja das Seine dazu getan und ein Herz und eine Seele und ja, herrliche Szene mit den Handgranaten, die er mal da reingeschmuggelt hat. Ah ja, genau. Das eine explodiert in der Wohnung, so war das. Ja, genau, richtig. Und das war eine gute Dreherei mit den Mädels, wie die reinkamen. Und Olli sagt, schau, habe ich besorgt. Oh, schau mal. Und da mussten wir mit denen tanzen und immer tanzen. War echt eine heiße Geschichte mit der Handgranate. Und dann, das musste man sehr oft wiederholen, weil das musste natürlich sehr detailliert gemacht werden, das Ganze. Und dann flog alles in die Luft und haben es irgendwie überlebt. Schön war auch, wie Olli dann, glaube ich, gesucht wurde und verletzt war und sich bei Else in der Küche versteckt hatte. Und Olaf hat gesagt, das geht da nicht, du kannst da nicht einfach illegal bei uns in der Küche wohnen. Wenn dich einer findet, hier sind wir alle dran. Irgendwas hat er da ausgefressen gehabt, ich weiß nicht mehr. Vielleicht war das auch diese Handgranatenschmuggel von der Bundeswehr, die hat er ja da rausgeholt. Ne? Mhm. Und dann hat Olaf den Olli in einen Teppich eingewickelt rausgetragen. Herrlich. Und hat ihn dann ein bisschen unsanft hingestellt und innen aus dem Teppich. Au! Sag ich, heute dein Mike, du Depp. Ja, sie haben wirklich unheimlich tolle, tolle Sachen. Das ist tatsächlich so. Also über all die Jahre so viele Szenen, wo man denkt, ja, die müssen genauso in Erinnerung bleiben wie. Olaf war ja auch teilweise sehr, sehr lustig. Er hat auch immer viele trockene Kommentare gehabt. Sie hatten ja drei Geschäfte, nicht nur den Blumenladen, sie hatten ja später noch den Schuhladen und dann die Aloysius-Sturm, wo dann wirklich auch mit Figuren interagieren konnten, die so mit Olaf gar nichts zu tun haben, aber trotzdem vielleicht mal so ein Würstchen essen kamen und wo sie dann auch so ihre Spitzen loslassen konnten. Viele haben auch gefragt, ob sie noch Kontakt haben mit Darstellern aus dem Ensemble. Ich hatte jetzt mal gemeldet mit der Birgitte Weizenegger hatte ich mal gemeldet und irgendwo in irgendeinem anderen Interview habe ich mal dann die Frau Simoneit Barum getroffen, die Rebecca, aber sonst wenig, weil ich hatte dann, bin da nicht sehr viel privat sozusagen mit, habe ich mich am Nachmittag oder am Abend mit den Darstellern getroffen, weil wir sahen uns ja eh so oft, ne? Das war eh schon, und da hatte ich dann meine Sachen und wie gesagt, ich war auch am Fahren, ich hatte dann mein sogenanntes Zweitleben noch in München und bin dann da immer hingefahren oder auch geflogen und zwar, das war dann ein bisschen auseinandergerissen, sodass man auch disziplinhaft arbeiten musste und das war dann da weniger, aber ich meine, ich hab da manche immer wieder getroffen, mal in so im Geschäft, irgendwo im Business, trifft man ja Leute dann auf irgendwelchen Filmfests oder in Preisverleihungen früher und so weiter. Und
Nein, also ich würde die auch gerne wieder sehen. Vielleicht gibt es ja eine Abschiedsfeier, wer weiß, was wir alles machen. Vielleicht gibt es ja eine schöne Weihnachtsfeier oder so. Irgendwann war ich dann eingeladen zur, glaube ich, zu irgendeinem Jubiläum. Ich glaube, das war dann irgendein, ich weiß nicht, ein 30-jähriges, glaube ich, kann es sein. Oder ja, sowas. Das wird dann vor 4 Jahren Und, gewesen sein. ja, so ungefähr, da habe ich dann viel gesehen und das war recht lustig. Also das, aber das ist normal, auch am Theater. Also da ist man froh, wenn man die anderen manchmal nicht sehen muss, aber am nächsten Abend sieht man sie schon wieder. Und dann, und es sind ja auch sehr viele individuelle Leute. Schauspieler sind ja auch sehr große Individualisten, die auch sehr viel Freiraum für sich brauchen, muss man mal so persönlich gesagt. Die ja, sicher, ihre, sicher. Einfach ihre, einfach viel laufen müssen oder viel spazieren gehen in den Wäldern oder halt, manche sitzen im Wirtshaus, aber auch nicht immer mit den kleinen Schauspielern zusammen und so weiter. Also das war schon, das ist auch wichtig, dass man dann Abstand gewinnt von dem Ganzen. Der Björn ja. Roh hat noch geschrieben, frag ihn doch mal, ob er wirklich Scientologe ist und wenn ja, warum? Das Wort Scientology ist durchaus in mehreren Fragen aufgekommen, weil das wohl damals auch mal stark durch die Medien ging. Mögen Sie dazu was sagen oder hatte das auch irgendwas mit dem Ende der Lindenstraße zu tun oder ist das einfach Quatsch? Also es ist ja so, also ich bin ein Scientologe und ich bin ein Scientology und ich kann auch sagen, warum ich dabei bin und wenn jemand das interessiert und ich kann aber sozusagen jetzt hier nicht, das ist ein bisschen das, und führt ein bisschen weit, um etwas zu erklären oder sowas. Ja. Aber Sie können gerne, wenn Sie jemand haben oder wenn jemand das hört, kann jemand gerne sozusagen mir eine Mail schreiben und dann schreibe ich auch gerne wieder. Also ich bin da auch sehr aufrichtig und sehr einfach gestrickt. Das wäre dann post@franzrampelmann.com und dann kann man mir einfach schreiben. Ja. Dann kann ich da eher Stellung dazu nehmen. Mhm. Und ich bin das sozusagen weil, da dabei, weil der Slogan lautet, eine Welt ohne Wahnsinn, ohne Verbrecher, ohne Drogen, ohne Krieg. Und das war schon immer mein Anliegen. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch Landwirtschaft studiert. Einfach, ich habe Landwirtschaft studiert, um diese Welt zu einem besseren landwirtschaftlichen Ort zu machen, wo man bessere Nahrung hat, bessere, einfach, das ist jetzt einfach vom Körperlichen her, dass man einfach nicht so viele Giftstoffe hat. Wir hatten damals in der Garage, in einem Gutshof, wo ich war, so viele Giftstoffe, ich hätte den ganzen Ort 3-mal vergiften können mit den Spritzmitteln. Das war Wahnsinn, was wir in die Nahrung reingetan haben und in die Tiere auch. Ich habe ja Spritzen gelernt, also richtig, richtig Chloramphenicol ist das Ding damals, ist heute verboten, ein Breitbandantibiotikum, habe ich den Schwein hinter die Ohren gespritzt. Das muss, da ist der empfindliche Teil. Das habe ich also richtig alles gelernt. Das haben wir vom Tierarzt einfach zur Verfügung gestellt gekriegt. Also gar, also eine im Grunde eine Nahrungsmittelkatastrophe war das dann, als ich studiert habe. Und so bin ich sozusagen da dabei und mache sozusagen, treffe viele Leute, die das auch wollen. Wir haben Kampagnen, um Leute von Drogen wegzukriegen. Wir haben einfach, das ist eines meiner Hauptprobleme, dass um mich herum auch immer mehr Leute Cannabis rauchen. Und einfach dieser, einfach in diese Falle laufen. Das ist eine Katastrophe. Und da muss man was tun. Und da verteile ich dann Heftchen, wo einfach die Inhaltsstoffe drin sind und die Konsequenzen, wie man Langzeit verblödet wird, langsam verlangsamt wird und wie man, und dass die Leute immer noch völlig unter Drogeneinfluss Auto fahren, weil die Halbwertszeit so 3 bis 5 Tage ist, dann ist erst die Hälfte verschwunden aus dem Körper im Vergleich zu Alkohol. Und das sind so Sachen, die mir schon immer wichtig waren und die damit auch zu tun haben. Okay. Ich denke auch, wer da ins Gespräch gehen will, das ist sicherlich nicht so einfach abzuhandeln, was auch eine Entscheidung ist, die auch reift, kann das ja machen und kann mit Ihnen dann sonst in Kontakt treten. Ich halte das für eine ganz gute Lösung. Ja, gerne, absolut. Ja, was mich natürlich interessiert, was haben Sie die letzten Jahre gemacht? Man sieht natürlich Sie nicht mehr so oft, haben sich ein bisschen rarer gemacht, bewusst oder waren das Auftritte, die man einfach im Vergleich zu dem, was Sie vorher an Popularität hatten, einfach gar nicht wahrnimmt als normaler Zuschauer, erst recht nicht, wenn man kaum noch Fernseh schaut wie ich? Naja, gut, es ist so, ich meine, machen wir uns nichts vor, ich bin ja ein sogenannter Serienheld, ne? Sowas, so ein bisschen was wie Bonanza. Ne? Ja, so. Ja, guter Vergleich. Und, ja, genau. Und in Deutschland ist es halt so, da wird die Rolle schon sehr stark als das gesehen, was sie sozusagen verkörpert, auch in Produzentensicht, denke ich mal. Ich meine, ja. Ich bin jetzt kein Produzent, ja. Aber so bei den sieht man schon, zumindest einige Jahre danach oder die ersten 8 bis 10 Jahre vielleicht, das war der wirklich in der Serie, weil er das gut gemacht hat, markant gemacht hat. Einige von unserer Serie, die hatten dann den Absprung woanders hingeschafft,
Und allen voran um die Rolle, der Schauspieler Til Schweiger, dessen Garderobe ich dann übernommen hatte und auch dessen Schrank, als ich kam. Aha, und ja. Dann war der raus gerade, ja genau, da war die Garderobe frei, die habe ich dann gekriegt. Und der ist halt, aber der war halt nur 2 Jahre dabei. Dann ist das nicht so markant. Ich habe natürlich schon gewusst, ich bin ja als reifer Mann da eingestiegen und habe natürlich gewusst, wie volle Kanne sozusagen so ein Serienerfolg, den ich schon gesehen habe, natürlich auf die Karriere wirkt. Aber das war mir recht, da habe ich gedacht, okay, dann machen wir mal das und später sehen wir dann weiter. Und das muss man halt gucken, man wird ja dann reifer, man wird ein bisschen älter und es gibt ja für ältere Schauspieler viele, 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 viele Rollen. Und wenn diese Identifikation ein bisschen nachlässt, dann kann ich mir vorstellen, gibt es auch für die Fernsehbereiche oder Filmbereiche, gibt es dann wieder Rollen. Kommt ein bisschen darauf an, ob man das auch will, kommt ein bisschen darauf an, wie man vernetzt ist und wie die Sachen so laufen. Und ich habe ja vieles andere gemacht in der Zwischenzeit. Ich war zum Beispiel 3 Jahre auf Weltreisen. Ich habe mir einfach mal die Welt angeschaut einem Studentenjob, mit einem oder sagen wir mal so, ein Job für Leute, die halt ein bisschen die flexibel sich die Zeit einteilen können. Ich war on Bordkurier. Ich habe weltweit mit einer kleinen Firma Autoteile und Flugzeug- und Schiffsersatzteile, die dringend benötigt werden. Dringendst heißt eigentlich im Jetzt-Stadium, also sofort. Weil sie fehlen dringend, um die Funktion oder ein Fließband am Gehen zu halten, wie bei Autofirma Kia in Korea zum Beispiel. Und da gibt es eben Firmen, die stellen das her. Die sind oft in Europa und die werden dann, da fährt man hin, holt die Kisten ab, irgendwas, tut sie in den Koffer, wenn es klein ist, oder nimmt Kisten mit und bringt das durch den Zoll. In voller Verantwortung muss man diesen ganzen Flug mitgestalten. Das wird alles vorbereitet, aber das wird mit einem Mann, der sich durchzusetzen weiß, transportiert und dann irgendwo in Japan irgendwo abgeliefert. Entweder kommt jemand zum Flughafen oder man muss dorthin mit den Eisenbahnen, die es da gibt, mit den Straßenbahnen, mit dem ausgeklügelten System. Ich habe heute noch so eine elektronische Karte, wo man in Japan, die man so aufladen kann und überall durch kann, durch die ganzen Sperren. Und so habe ich 20 verschiedene Länder kennengelernt und war dann auch öfters mal, einige Tage hat man eben dann frei und kann sich dann so Shanghai anschauen oder Tokio oder Mexico City oder Johannesburg und in Russland. Ich hatte dann russisches Visum, war oft in Moskau oder im Eis, eine riesen Ford-Fabrik im Süden vom Ural und musste mich dann halt da durchschlagen ein bisschen, weil ja, Sprachbarrieren und wenn man außerhalb vom Land kommt, kann keiner Englisch, dann muss man da mit Geschicklichkeit arbeiten. Also sehr interessant, ein Abenteuer. So. Toll. Ganz toll. Das und dadurch sieht man was, weil ich bin kein Tourist, ich kann mir jetzt nicht an den Strand legen oder sowas. Ich habe schon 2 Pauschalurlaube gemacht, das war einigermaßen okay, aber das ist nicht mein Ding, ich muss immer irgendwo was erledigen. Und das war total ideal und dann habe ich was erledigt. Ja. Ja, irre. Das ist natürlich schön, wenn man auch das für sich entscheidet, umsetzen kann und dann einfach mal auch mal raus ist. Ne? Und würden Sie denn jetzt gerne wieder mehr spielen? Wären Sie bereit, auch wieder für Theater? Oder? Ja, ich würde schon gerne. Ich meine, ich bin auch zum Gespräch mit dem Theater und das wäre natürlich schon wieder eine zauberhafte Geschichte, weil man muss auch mal ein bisschen trainieren. Man muss ja auch wieder den Beruf, das ist ja auch eine Übungssache, ne? Den Sport auch. Und da bin ich dabei, mich wieder ein bisschen fit zu machen und flexibel. Und ich habe all das, was ich gelernt habe, also auch Tätigkeiten körperlicher Arbeit, wie auf dem Bau, also ich habe früher sehr viel auf dem Bau gearbeitet, schon im Gymnasium, aber einfach unglaublich viel gelernt. So, was man in die Fertigkeiten so reinbringen kann, kann ich halt sehr viel anbieten, dass ich eben dann sozusagen professionell oder glaubhaft eben darstelle. Ja. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass ich demnächst nicht nur Väter, sondern irgendwann mal in 50 Jahren auch die Großväter spiele. Übertreibe ich jetzt ein bisschen, weil auf Großväter habe ich im Moment keine Böcke, weil ich fühle mich jung und lebendig, also springlebendig und habe ich da nicht, aber wenn es kommt, dann kommt es. Also ich bin da offen oder auch im Ausland, weil ich spreche fließend Englisch. Ich habe ja einen Flugschein in Texas gemacht, da musste man wirklich gut sprechen und insofern habe ich dann diese Möglichkeiten. Ja. Ich muss jetzt mal schauen, ich bin da relativ offen und ich liebe das Leben, es ist lebendig und vor allem muss man aber schauen, dass man wirklich
wie gesagt, dass man auch immer hilft, die Welt irgendwie zu einem besseren Ort zu machen. Da bin ich. Ich war letztens auch bei der Demo zum Beispiel, Friday for Future. Ja, genau, da war ich einfach da. Aber schaut, was ist das eigentlich für Leute? Das ist wie vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren. Wie ist es noch genauso? Ja, die jungen Leute sind da und sagen, hey, wir müssen was anders machen. Und es brennt halt. Und wenn man halt einfach nicht, wenn man einfach rücksichtslos drauf loslebt und sich nicht kümmert, ja, dann kommt, man muss ja mal wiederkommen. Wir kommen ja, das geht ein bisschen weit jetzt vielleicht für manche, aber wir sind vielleicht nicht zum ersten Mal da. Und wenn wir wiederkommen, dann finden wir die gleiche Erde vor. Und was ist denn dann eigentlich? Wir können ja nicht weg hier. Wir sind ja da. Und das ist, deswegen, ja, achte ich drauf oder gucke auch bei, oder unterhalte mich mit Menschen oder helfe Menschen, die vielleicht Probleme haben, sage ich, ja, ich bin jetzt etwas reifer, was ist dein Problem? Und dann spreche ich drüber. Dann manche Leute sagen, ah ja, genau, das habe ich so nicht gesehen. Und so, dann kann man im Gespräch sehr vielen Leuten auch mal, auch wenn man nur zuhört. Manchen Leuten wird nie zugehört, wissen Sie? Manche hören nie irgendjemand, der sagt, das habe ich verstanden, sondern die sind sehr einsam. Ich treffe sehr viele Leute, die im Grunde sehr einsam sind, trotz der Kommunikationshilfen, die wir heute haben. Das ist auch interessant, mal eine Sichtweise von jemandem zu bekommen, der ein ganz anderes Leben geführt hat. Ne? Das kann ich mir vorstellen, auch bei der Lindenstraße damals waren Sie ja noch relativ jung, als Sie eingestiegen sind. Da waren viele, auch Wolfgang Grönebaum haben Sie kennengelernt, Martin Rickelt, Anna Telluren, ganz viele ganz tolle Darsteller. Haben Sie von denen auch eigentlich was gelernt? Also war das auch für Sie was Besonderes, nicht nur Annemarie Wendel, auch den ganzen anderen älteren Darstellern vor der Kamera zu stehen? Ja, das war natürlich das Richtige, so Theater spielen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Weil die Namen, die Sie jetzt genannt haben, sind alles Leute, die natürlich am Theater gewesen sind und dann ins Fernsehen sind und dann eben in diese Serie gekommen sind und da zum Teil geblieben sind, bis sie halt dann ganz alt waren oder gestorben sind, wie Martin Rickig zum Beispiel. Und den, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden, den habe ich auch zu Hause besucht. Und das war sehr, das war halt ein richtiger Theaterfuchs und der hat dann mir immer erzählt, wie er schon vor dem Ersten Weltkrieg, wie er zu Beginn der Nazizeit mit Erich Kästner an den Bücherhaufen stand in Berlin, den die Nazis angezündet haben. Und der Kästner sei immer, Erich Kästner, der das Fliegende Klassenzimmer geschrieben hat, der immer da um den Haufen rumgelaufen, sie haben gesagt, die können doch nicht meine Bücher verbrennen und so weiter. Und das hat er mir alles erzählt. Und das war so Zeiten, die ich auch von meinem Vater kannte, da war ich aber nur zu klein. Also war sehr klein, wie mein Vater starb. Der hat ja auch diese ganze Zeit mitgemacht in einer unglaublichen, abenteuerlichen Odyssee. Und Martin Rickig hatte zum Beispiel dann als Soldat war er Filmvorführer. Das heißt, er hat für die Soldaten, war er derjenige, der die Filme organisiert hat, hatte damals praktisch schon mit Film zu tun und so ein fahrbares Kino hatte, so einen Lastwagen hatten die Nazis und zur Truppenbetreuung. Und da sagt er, da konnte ich ab und zu mal ein bisschen wieder einen Antrag einreichen, dass ich wieder nach Berlin kam. Ich musste ja neue Filme besorgen. Da kam er dann wieder von der Front weg und musste dann nicht schießen und andere umlegen. Das war ihm sehr wichtig. Ja, er war ein großer Pazifist, der Martin Rickig. Und das hat mir dann gut getan. Das hat mir dann Freude gemacht. Und da habe ich dann auch mit ihm einfach da kann man halt Szenen sehr fein ausarbeiten, wie ich schon vorhin gesagt habe. Man kann sehr fein, professionell dann an die Sachen rangehen und sehr ziseliert die ganzen Sachen darstellen und später auch zauberhaft, wie er dann. Und wir waren ja praktisch die Konservativen. Er war der Alt-Nazi, Olli war so der Neu-Nazi, also nicht der, die Rolle Olli. Ja. Und Olaf war so einer, etwas mehr als konservativ, so Republikaner, aber wenn einer bei der NPD war, naja, schwamm drüber, ne? Auch okay. Stimmt, ja, so kann man den gut beschreiben. Ein bisschen traditionell, stur, ja, eingefahren, aber auf keinen Fall ein Paradiesvogel. Das stimmt, ja, interessant. Diese Dreierkombination von den drei Generationen, da steckten sie gut dazwischen, hatten aber auch noch wirklich noch mehr Facetten zu zeigen, ja. Auf jeden Fall, wie Sie merken, sind sehr vielen Leuten Erinnerung geblieben, völlig zu Recht. Ja. Eine der tollsten, wichtigsten Rollen für diese Serie. Haben Sie ganz, ganz grandios gemacht. Vielen Dank im Namen aller, die sich das hier anhören, auf jeden Fall. Und auch, dass Sie mal so ein schönes, langes Interview hier gegeben haben. Dass man mal, vor allem nach so vielen Jahren, auch mal hören kann, wie das Ganze für Sie war und wie Sie heute darüber denken. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach Köln. Ja, gern geschehen. Und allen, die das jetzt hören, kann ich sagen, es endet die Lindenstraße jetzt.
vielleicht endet sie aber doch nicht ganz. Ja, ich denke mal, wenn ich, soweit ich den Herrn Geisendörfer kenne und vielleicht seine Tochter auch so ähnlich sein wird, die das ja mit übernehmen sollte oder auch übernommen hat oder teilübernommen hat, ja. Vielleicht geht es an anderer Stelle in einem ähnlichen Format weiter, sodass Menschen weiterhin so eine hohe Qualität, ja, weiter verfolgen können. Es braucht halt den geschäftlichen Hintergrund. Jemand muss es halt irgendwo auf den Weg bringen, wie ein Sender zum Beispiel. Ja. Und dann kann es so sein. Also ich könnte mir vorstellen, man sollte mal die nächsten 10 Jahre nicht die Hoffnung aufgeben, dass es so etwas nicht wieder gibt, auch mit der ähnlichen politischen Absicht dahinter. Ich könnte mir das vorstellen. Also wenn ich Produzent wäre, ich würde schauen, dass ich da sozusagen irgendwo an der Ecke das weitermache. Das heißt dann vielleicht anders. Vielleicht ist es aber eigentlich das Gleiche, nur in einem etwas anderen Gewand. Und gerade wieder die Möglichkeit, politisch bewusstseinsfördernd zu wirken. Das ist mir zum Beispiel ein Anliegen. Und wenn das wäre, dann würde ich das sehr begrüßen. Und dann würde ich mich natürlich auch mal mit einem kleinen Kärtchen melden und sagen, hey, wie schaut's aus hier? Da könnte man noch ein paar rüberziehen, die halt vielleicht noch im Bewusstsein sind. So eine Mischung. Das wäre so meine kreative Idee. Ja, und in dem Sinne, und wenn es dann nicht ist, dann ist es halt einfach so. Dann waren es halt 34 Jahre und diejenigen, die jetzt traurig sind, kann man sagen, ich war einfach ein Mitglied der Lindenstraße. Ich war einfach dabei. Weil die Zuschauer gehören ja dazu. Ohne die geht es ja nicht. Ja, das ist natürlich für viele eine ganze Generation, haben es mit den Eltern geschaut, mit den Großeltern geschaut, kennen die Leute. Dadurch, dass die Lindenstraße viele Darsteller hat, noch von Anfang an. Ich habe vor 2 Wochen Andrea Spatzek kennengelernt, wie die in Düsseldorf Theater spielt. Die gehört ja auch zur Generation. Ich habe den Eindruck, ich kenne die mein Leben lang. Natürlich kenne ich die Person gar nicht, aber man hat so ein vertrautes Gefühl. Und das hat die Lindenstraße bei sehr vielen Menschen, auch wenn man es vielleicht mit Unterbrechung mal geschaut hat und später wieder, dadurch, dass so viele immer noch da sind. Und sie waren ja auch sehr lange dabei für einen Schauspieler. Manche sind über 30 Jahre in der Serie. Und das ist natürlich ein Gefühl, das ist, kann ich schon nachvollziehen, dass das im Vergleich zu einer anderen Serie, die aufhört, einfach einen ganz emotionalen Hintergrund hat, ne, bei dieser ganzen Geschichte. Ja, absolut. Und dann kann man es ja auch bewahren als was Schönes, Wichtiges. Und das war eben diese Sequenz im Leben. Das war, dann muss man halt weiterleben. Man lebt ja sowieso weiter. Ja. Es geht ja dann weiter mit anderen Geschichten. Geschichten haben die Leute immer gerne gehabt und es schreiben Leute neue Geschichten. Oder man guckt eben weniger Fernsehen. Wie ich habe doch mal bei Peter Lustig gespielt, also zum Abschluss. Da hat ja was Schlaues gesagt, eine Serie, die gibt's auch, glaube ich, im Internet. Ich habe die unlängst mal angeschaut, heißt Höhlen. Ja, das Wort Höhlen, also ein Höhlenforscher habe ich gespielt. War sehr erfolgreich und Peter Lustig hat ja dann zu den Kindern oder überhaupt immer zum Schluss gesagt, okay, und jetzt wieder, Kinder, ihr wisst, ausschalten. Ja. Knack, irgendwie Stecker ziehen. Dann zieht man halt den Stecker und geht ins Leben raus und tut nicht mehr viel Fernseh schauen. Weil, das Leben ist ja auch, hat einen bestimmten begrenzten Zeitraum und den muss man schon nutzen. Peter Lustig auch vor 3,5 Jahren schon verstorben, der Mann. Sehr schnell, wie die Zeit hergeht. Interessant, dass wir auch mal mit ihm gespielt haben, weil, ich hatte öfters mit Helmut Krauss, der ist ja dieses Jahr verstorben, gesprochen und er sagte, ja, der Peter war kein Schauspieler, er war einfach authentisch. Und hat das Ganze so, hat sich auch privat sehr zurückgehalten, war eher so nur wirklich im Rahmen dieses Löwenzahns den Leuten präsent. Und war sicherlich auch eine spannende Erfahrung, mit dem mal zu drehen, oder? Ja, absolut. Da weiß ich noch, es war in der Schwäbischen Alb, da gibt es so tiefe Höhlen. Ja. Da waren wir original in den tiefen Höhlen. Das heißt, wir mussten zum Teil auch die Ausrüstung Scheinwerfer mit runtertragen als Schauspieler, was man sonst nicht anfassen darf. Und zwar richtig lange, senkrecht tief, da waren die größten Tropfsteine, die ich je gesehen habe, die waren Jahrmillionen alt. Wow. Und das habe ich mich auf einen Tropfstein draufgesetzt, sage ich, jetzt sitze ich auf einem Tropfstein, der schon vor 5 Millionen Jahren diesen Wassertropfen, der gerade auf meinen Kopf pitcht, erlebt hat. Ja. Das war total bewegt wegen der Zeitspur, von dem Zeitlauf, wie wir Menschen in diesem kurzen Leben von 80, 90 Jahren, und dann sitzt auf so einem Ding, wo dann sozusagen der Zeitlauf deswegen sichtbar ist, weil von oben das Wasser so runterpitscht mit dem Kalk. Ja, pitsch. Total faszinierend. Und weiß noch, ja, der Peter Lustig war nicht, den haben wir am Flughafen abgeholt und dann kam erstmal dieser Hund, ja, kam erstmal aus einer Kiste, der Hund, ja, auf den wurde gewartet, sag ich, worauf warten wir? Ja, auf den Hund natürlich. Und dann kam der, er flog von Berlin, er hätte auch mit Zug fahren können, aber er flog
Und dann kam der Hund aus der Kiste und dann ging es die Geschichte halt so, dass der Hund dann verloren geht und dann kommt man in die Höhlen. Aber Peter Lustig war jetzt kein, soll man sagen, kein Rückständler, sondern, und das war ganz früh, das war irgendwo in den 80er, Mitte der 80er Jahre, ging in ein Geschäft, in ein Elektrogeschäft und sagt, da kommt mal mit, ich zeige euch was. Da hat er uns gezeigt, was es da gibt, nämlich einen der ersten Computer. Ah ja. Mit Bildschirm. Und so einen ganz kleinen Bildschirm, sagt er. Das ist ein unglaubliches Ding, sag ich. Wofür ist denn das gut? So eine Schreibmaschine. So, sag, nein, das ist ein Computer. Kann man diesen Dienst machen? Sag, ja, wozu braucht man das? Das war überhaupt kein Begriff. Und er hat ihn gekauft und dann saß er immer nach dem Drehen, zwar beim Essen, aber dann saß er in seinem Zimmer und hat an dem Ding rumgemacht und hat als erster sich so einen Schreibcomputer gekauft. Ich weiß nicht, ob das noch schon so ein Apple war, so ein kleiner. Und wie die ersten waren, Sie kennen sie besser, weil da habe ich noch nicht angebissen. Jetzt habe ich auch einen tollen, modernen Computer, tollen Laptop, habe Mobile Phones, alles. Aber da, der war total, der wusste genau, was das für eine Bedeutung kriegt. Der war richtig schlau, der Mann. Das war richtig Beispiel. Ja, genau. Und das hat Spaß gemacht in den Höhlen. Da war es auch gefährlich. Da ging es bald richtig runter. Interessant. Kann man anschauen. Werden wir uns mal anschauen. Das mache ich vielleicht heute Abend tatsächlich mal. Guter Tipp. Gerade auch diese Kombination mit Ihnen und Peter Lustig und dem ganzen, das ganze Thema scheint sehr, sehr cool zu sein. Auch heute vielleicht, nach 30 Jahre später noch sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, Herr Rampelmann, für diese schöne Zeit hier bei uns. Alles Liebe für Sie. Liebe Grüße nach Köln. Genau. Und viele Grüße an alle, die zuhören und viel Spaß noch und beim Rest der Lindenstraße und nicht unterkriegen lassen. Ja? Immer weitermachen. So alles Gute. Das war der Sprechplanet vom 18. Oktober 2019. Ein sehr schönes, lebendiges, ausführliches Gespräch. Sprechplanet pur. Genau für solche Gespräche habe ich vor über 10 Jahren dieses Projekt gestartet. Wenn ihr Gästevorschläge habt, Namen im Kopf habt, die hier auch genauso gut reinpassen wie Franz Rampelmann, dann bitte mailen an info@sprechplanet.de oder auf Instagram mir schreiben, der Username ist Sprechplanet oder bei Facebook ebenso unter Sprechplanet. Jetzt ein schönes Wochenende. Es war mir eine große Freude, dieses Gespräch geführt zu haben. Olaf Kling für mich tatsächlich einer der bedeutendsten oder wichtigsten oder interessantesten Charaktere aus der Lindenstraße. Und mit diesen Eindrücken dieses Gesprächs verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Viele weitere Interviews auf sprechplanet.de.